Die Turnhalle der berufsbildenden Schule in Sangerhausen war am Freitag, den 8. Februar, wieder Austragungsort des Panorama-Cups. Hier stehen die alten Herren auf dem Hallenboden und zeigen, was sie im Fußball-Rentenalter noch drauf haben. Die Eröffnung nahm der Präsident des VfB, Thorsten Schweiger, vor. Ich freue mich, dass wir heute wieder zum Panorama-Cup hier zusammenkommen, der 8. Wir haben extra nochmal nachgezählt, also auch schon ein Traditionsturnier. Wir sind heute mit 6 Mannschaften wieder gut vertreten. Ich wünsche mir natürlich, dass die beste Mannschaft heute gewinnt, dass an einigen Stellen der Ehrgeiz nicht überhand nimmt, also lieber auch mal das Bein zurückziehen, statt stehen zu lassen, damit wir keine Verletzungen heute davontragen. In diesem Sinne viel Glück an alle und wie gesagt, ich freue mich natürlich und auch nochmal von mir die Begrüßung an Herrn Scholz, denn er ist ja immerhin der Stifter des Pokals, der dann zum Schluss auch die Siegerehrung vornehmen wird. Insofern darf ich jetzt das Turnier eröffnen. Insgesamt nahmen 6 Mannschaften an diesem Turnier teil. Die alten Herren des VfB Sangerhausen, SV Olympia Berger, FSV Lengefeld, Team Feag, Team Lubisch und SV Blau-Weiß Bottendorf. Normalerweise braucht der Panorama-Cup keine Werbung für teilnehmende Mannschaften zu machen. Die 8 Teams sind meist schnell gefunden, doch aus verschiedenen Gründen mussten in diesem Jahr kurzfristig 2 Mannschaften passen. Gespielt wurde dann jeder gegen jeden und so kamen an diesem Abend 15 Spiele zustande. A 12 Minuten ist das schon ein ordentliches Pensum für die ältere Generation. Obwohl, wenn man sich auf dem Spielfeld umschaute, war dann doch der eine oder andere Spieler noch jung an Jahren zu finden. Für Holger Scholz war es keine Frage, 2012 den Cup, der vorher Mammutbräu-Cup hieß, zu übernehmen. Die Vereinsunterstützung ist für ihn Ehrensache. Ja, es ist nicht ganz üblich, dass wir so viele Vereine unterstützen. Wir haben mit 25 Vereinen Verträge, die wir jedes Jahr bedienen und mit denen wir auch ein richtiges freundschaftliches Verhältnis haben. Und ich persönlich bin jetzt jemand, der auch das als Pflicht sieht für einen Unternehmer, auch diese Vereine zu unterstützen. Einen Tipp für den Sieger hatte Holger Scholz dann auch noch parat. Ja, also ich würde sagen, das Lengefeld gewinnt, die alten Herren, oder die Feag Sangerhausen. Die Feag ist natürlich eine Freizeitmannschaft, die jede Woche regelmäßig trainieren und die sind natürlich topfit. Auch wenn es ein bisschen ruhiger zuging als bei den Fußballprofis, die Tore fielen mitunter schnell und zahlreich. Innerhalb von 2 Minuten konnten aus einem 1:2 ein 2:2 und gleich das 3:2 werden. Trainer und Spieler auf der Bank fieberten allerdings genauso mit und waren mit den Schiedsrichterentscheidungen nicht immer zufrieden. Der VfB gewann 4 seiner Spiele souverän. Allerdings im Spiel gegen den SV Blau-Weiß-Bottendorf, dem Sieger aus 2017, verloren sie 2:5. Diese Niederlage führte am Ende dazu, dass sie es nicht ganz nach oben aufs Treppchen schafften. Sieger des Turniers war der FSV Lengefeld, gefolgt vom VfB und dem Team Feag auf Rang 3. Damit lag Holger Scholz mit seiner Prognose ziemlich gut. Der Abend klang dann mit einem gemütlichen Beisammensein aus. Denn nicht nur auf das Fußballspielen, sondern auch auf das Wiedersehen an sich freuen sich die Spieler der Region.